Das nächste dann ist digitale Prozesse. Und ich meine nicht, dass Sie E-Mails hin und her schicken. Ich meine auch tendenziell nicht, dass Sie auf einer App irgendetwas eingeben und eine andere Person, wir nennen das biomechanische Kopplung, tippt diese Bestellung dann in Ihr CRM-System ein. Das ist live, das ist nicht erfunden für diesen Vortrag. Ich meine Case-Management, Workflow-Management, serviceorientierte Architektur, Orchestrierung, diese Themen. Digital Processes, dass die Orchestrierung, der Ablauf der Prozesse auch von einer Maschine gemacht wird. Weil dann können sich nämlich die Knowledge-Worker tatsächlich, von denen der Eric Hendel da gesprochen hat, auf die Kreativität beschränken und nicht, dass der Lieferschein an die richtige Adresse kommt beim Kunden. Christoph, wir haben gemeinsam diese Studie gemacht, Digital Business Assessment, wie reif ist Österreichs Wirtschaft für das digitale Business? Haben dich die Ergebnisse überrascht? Eigentlich ja. Ja. Was hat dich überrascht? Es haben mich zwei Dinge überrascht. Das erste ist, dass die CEOs schon recht genau wissen, wo sie jetzt stehen und wo sie hinwollen. Und das zweite, was mich überrascht hat, war, dass Digital Business so klar ein holistisches Phänomen ist. Das heißt, es ist nicht möglich, sich in einem Bereich zu optimieren, bei den Prozessen oder bei BI oder bei der Infrastruktur und dann zu glauben, man hätte Digital Business erreicht oder man wäre schon ein digitales Unternehmen, sondern man muss sich in allen Bereichen, wir haben mit 5 Dimensionen beschäftigt und gemessen, man muss sich in all diesen Dimensionen verbessern und das, glaube ich, macht es so fundamental schwer auch für die Unternehmen, weil ich kann mir vorstellen, dass selbst wenn man weiß, dass es Verbesserungen in allen Punkten bedarf, dass dann der erste Schritt so schwierig ist. Wo fange ich denn an? Wenn man den Tausendfüßler fragt, mit welchem Fuß gehst du zuerst, fällt er um oder er verhungert auf der Stelle? Und ich glaube, da hat die Studie einen Ansatz gezeigt, wo man anfangen könnte, nämlich bei der Sichtbarmachung von Geschäftsdaten, von Prozessdaten. Ich meine nicht BI, das wissen auch die CIOs, ich meine Daten, wie geht es meinem Paket auf dem Logistikweg, wie geht es meiner Supply Chain, nicht wie viele Transaktionen habe ich vergangenes Monat gemacht, sondern was sind die Performance-Indikatoren. Und das wird relativ klar auch als Priorität Nummer 1 gesehen. Das heißt, wenn man da anfangen würde, dann glaube ich, ist das etwas, was auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung ist und dann kann man in den anderen Dimensionen nachziehen. Wir haben Österreichs Top-CEOs befragt in dieser Studie. Glaubst du, dass das Ergebnis anders ausgefallen wäre, hätten wir die CEOs, die Geschäftsführer gehabt? Ja. Fundamental. Ich glaube, dass wenn man die CEOs befragt hätte, dass sie weniger ehrlich gewesen wären, weil die CEOs beschreiben den jetzigen Ausgangszustand durchaus als bescheiden, also auf einer Skala von 5 nur 3, da ist etwas zufrieden mit dem Status quo. Die CEOs würden das tendenziell stark überschätzen. Ich glaube, sie unterschätzen auch die Bedeutung vom Digital Business. Sie unterschätzen, glaube ich, auch, weil es so wenig Schritte gibt, wie man sich dorthin bewegt. Sie unterschätzen auch, dass es eine ganzheitliche Aufgabe ist. Ich glaube, die IT ist in den letzten 10 Jahren mit Füßen getreten worden. Kosten raus, 5%, 10%. Es wundert mich, dass es noch Leute gibt, die CIO werden wollen überhaupt als Karriereziel. Und jetzt gelingt schon, das hat auch die Veranstaltung klar gezeigt, jetzt, glaube ich, müssen auch da oben ein bisschen, muss man sich öffnen, auch auf der Geschäftsführungsebene, dass diese Operational IT, meine sonstigen Systeme und die IT zusammenwächst. Man kann das nicht mehr trennen. Ein Vortragender hat gemeint, es ist ein Blödsinn oder es wird in Zukunft ein Blödsinn sein, also nicht nur schlecht oder schädlich, sondern ein Blödsinn sein, von Total Cost of IT zu sprechen, weil IT ist mal Business. Im Banking ist das heute schon der Fall und wenn Sie nur auf Kosten des Services der IT schauen, dann haben Sie keine Customer Experience, Convenience und Convenience ist Digital. Und das wird dann schwierig für die Unternehmen, wenn man sich dem langfristig verschließt. Also ich glaube, das ist wie bei allen Trends, dass man am Anfang ist man zögerlich, aber jetzt gibt es dann eine Periode, wo es exponentiell wächst. Und wenn man da 3 Jahre schläft, dann kostet es nicht 3-mal so viel, sondern 9-mal so viel. Also da könnte man schon mit diesen kleinen Schritten, und die Studie zeigt das auf, man kann ja auch beginnen, es ist ja auch jeder Schritt sinnvoll, den man macht. Aber da müsste man halt der IT schon auch ein bisschen Geld für Change-Prozesse, für ein Projekt geben, wenn man
wenn man hier nur schaut, dass die Kosten hinaus wollen und kein Innovationsbudget hat. Keeping the lights on, ja, aber es gibt dort auch kein Portfolio, wo man dann sagt, hier darf ich ein bisschen experimentieren. Unsere Kunden, die sehr weit vorne sind, sagen, fail often, but fail early. Keiner weiß, wie es wirklich noch ausschaut. Und wenn man das nicht berücksichtigt, sondern sagt, es muss hundertprozentig sicher sein, es darf nichts passieren, dann geht es mit Sicherheit schief. Das weiß man. Also wenn man sich nicht bewegt, dann ist man gefressen. Also statt Return on Investment, Cost of Delay messen? Ja, das könnte man sogar, ja. Aber da, glaube ich, ist man auf der Geschäftsführungsebene gut im durchaus verdrängen, weil wenn es niemand misst, ist es nicht da und damit sind die Kosten noch nicht sichtbar. Eins hat mich wirklich überrascht und das glaube ich mir auch den CIOs nicht. Ja. Und das war, sie sagen, Automatisierung von Geschäftsprozessen ist jetzt schlecht und in Zukunft kein Thema. Das ist aber eins von den vier Charakteristiken, digitale Prozesse. Und sie erzählen mir, die Integration von Applikationen mit dem Prozess ist wurscht. Das beachten sie nicht. Also das ist wirklich, das verstehe ich nicht. Andererseits, die Realität ist so. In Österreich geht man zu einem Dienstleister hin und sagen, ja, wie ist dein Prozess automatisiert, hast du Workflow, Case Management. Ja, haben wir, und das ist dann ein bisschen SharePoint. Auch. Wahnsinn, wirklich. Also da, ich habe mich immer gewundert, ist der Markt schon so reif im Sinne, haben die alle schon ihre Workflow-Lösungen implementiert? Jetzt weiß ich, warum nicht. Weil nicht nur haben sie es nicht, es wird auch eingeschätzt, dass es in Zukunft nicht notwendig sein wird. Und damit werden sie nicht auskommen. Also das hat mich völlig perplex gemacht. Also da sind auch, eigentlich ist es ein, hätte ich den Eindruck, dass sie in dieser Dimension bei der Automatisierung ein bisschen möglicherweise einen blinden Fleck hätten. Ein anderes Beispiel ist Individualapplikationen. Da suchen sie immer Differenzierungsfaktoren durch die IT. Ich meine, wenn alle SAP haben, kann ich mich natürlich nicht. Und das wird in Zukunft auch weniger wichtig. Also da gibt es weniger Aufholbedarf. Jetzt hat die Selbsteinschätzung, die in dieser Studie zutage kommt, für völlig akkurat. Sieht man die Lage realistisch? Ich glaube, dass im Großen und Ganzen in vier von den fünf Dimensionen das eine absolute faire, auch richtige, also ich würde das auch als außenstehende Experte durchaus so einschätzen. Es hat mich völlig überrascht, dass die IT-Manager und die IT-Führungskräfte sich selbst bei der Automatisierung von Prozessen als nur wenig zufrieden einschätzen, aber dieselbe Automatisierung auch in Zukunft, Stichwort digitale Prozesse, für wenig wichtig halten. Ich halte das für eine exorbitante Unterschätzung von diesem Faktor. Die Tatsache, dass ich aus den Applikationen Tasks, Aufgaben machen kann, die man dann in einer Workflow-Engine automatisiert. Und unsere Eindrücke vom österreichischen Markt wären gewesen, dass entweder hätten alle Unternehmen schon automatisiert oder es ist noch nicht wichtig genug, aber jetzt würde sich herausstellen, dass es auch in Zukunft nicht wichtig wäre. Ich kann es nicht glauben. Alle Daten in den anderen Unternehmen sprechen dagegen, in den anderen Ländern sprechen dagegen und da ist meiner Meinung nach ein blinder Fleck, also den, wo viel hergeschenkt wird auch in Produktivität. Ich glaube, man ist auch mit Trends konfrontiert wie Konsolidierung und Standardisierung. Das hat uns die letzten Jahre stark begleitet. Inwieweit passt das überhaupt zusammen mit der Suche nach digitalen Differenzierungsfaktoren? Ich glaube, Konsolidierung ist absolut wichtig. Also wir haben gehört, 1800 Applikationen hat, dann hat man sehr viel Kapital dort gebunden, auch intellektuelles Kapital. Also das zu konsolidieren ist auf jeden Fall die richtige Richtung. Was wir leider sehen, und das hat die Studie auch in einem dramatischen Ausmaß gezeigt, ist, dass die Unternehmen nicht mehr bereit sind, sich über individuelle Applikationen, da zählen Apps auch dazu, zu differenzieren. Das heißt, man konsolidiert aber auf eine Plattform, auf einen Standard, auf ein ERP-System, das auch der Nachbar, das auch der Konkurrent, das auch der Lieferant hat. Das hat schon Vorteile, weil man dann die Basisdinge gut machen kann. Aber man kann es eben nicht besser machen als der Nachbar, als der Konkurrent. Und da wären meines Erachtens nach Individualapplikationen, nämlich ausschließlich Individualapplikationen in der Lage,
Lage, das zu tun. Möglicherweise fürchten sie sich jetzt wieder ein eigenes System, ein eigenes ERP-System aufzubauen, aber das ist nicht gemeint. Man muss sich eben in diesen, wie das so schön heißt, Systems of Engagement differenzieren, also in den Apps, in den Frontends, aber auch das haben wir in der Studie so neutral formuliert, dass das mit eingeschlossen und mit gemeint war, aber auch da ist systematisch, wird das Differenzierungspotenzial unterschätzt. Also ich glaube, das wird sich ändern. Ja. Wenn wir diese Studie fortsetzen, was denkst du, wird sich im nächsten Jahr entwickelt haben? Wie wird sich es weiterentwickelt haben? Ich glaube, dass wir in einigen Bereichen Bewegung sehen werden, vor allem wenn man möglicherweise auf große Unternehmen oder auf kleine Unternehmen präzisiert. Also die Studie hat ja einen sehr starken Branchenüberblick gegeben. Ich glaube, dass nicht zuletzt auch durch die Veranstaltung, die gestern und heute gezeigt hat, dass Digitalisierung etwas ist, was angekommen ist. Die Studie zeigt, es ist schon innerhalb der IT, also da ist sie schon drinnen. Wir sehen sicher da ein bisschen Bewegung. Ich nehme an, dass wir nächstes Jahr wahrscheinlich die ersten Vorträge haben, wo man diese Digitalisierung auch in Form von Case Studies von österreichischen Projekten sehen wird. Und wenn es in Österreich dann einer gemacht hat, dann macht es der Nächste, dann macht es der Übernächste. Also da glaube ich schon, dass Österreich dann wahrscheinlich gerade noch den Anschluss findet. Also der Stein ist im Rollen. Das wäre meine Hoffnung, ja. Und nachdem ich ein Optimist bin. Ja. Dankeschön. Danke. Wie verändert man Prozesse? Ich glaube, ein Thema ist klar, IT und Prozesse müssen sich gemeinsam verändern. Das heißt, wenn man Veränderung, Transformationskompetenz in einem positiven Sinn verwendet, nicht bei der unsäglichen Zentralmatur, also wenn man das als Fähigkeit verstehen möchte, dass man sich wirklich wandeln kann, wo müsste man dann diese Kompetenzen ansetzen?